Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Stiftung Münch. Ich darf Sie auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen Münch und Professor Grieving zur Verleihung des zweiten Eugen-Münch-Preises herzlich willkommen heißen. Ein besonderer Dank geht an die Pilotenvereinigung Cockpit heute Abend, die uns ein knappes Dutzend Abendessen gespart hat. Ich würde mich gern revanchieren und nachher für die notleidenden Piloten einen Klingelbeutel durch die Reihen gehen lassen. Althergebrachte Rituale haben bei der jungen Stiftung Münch bekanntermaßen keinen Platz. Deshalb verzichten wir auch in diesem Jahr auf die langen und förmlichen Begrüßungen. Die meisten von Ihnen hier im Saal kennen sich bereits ohnehin seit vielen Jahren. In den Mittelpunkt unseres heutigen Abends wollen wir bewusst die Träger des Eugen-Münch-Preises stellen, die Herausragendes leisten und deshalb von uns zu Recht gewürdigt werden. Meine Damen und Herren, Sie stimmen mir sicher zu, was für verrückte Zeiten. Rechtspopulisten in vielen Ländern des Westens ist mal eben gelungen, worum sich die internationale Linke seit mehr als zwei Jahrzehnten vergeblich bemüht hat, ein politisches Identifikationsangebot für die gefühlten und tatsächlichen Verlierer der Globalisierung zu schaffen. Aus der Achse des Bösen, an die wir uns doch gerade erst gewöhnt hatten, wurden jetzt die Sachsen des Bösen. In den USA stürmt ein politischer Novize und sexistischer Provokateur auf den Chefsessel des Weißen Hauses, auch dank hoher Stimmenanteile von Frauen. Spanien geht es ohne Regierung erkennbar besser als mit Regierung. Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart spricht in diesen Tagen von einem Weltbeben und wähnt uns im Zeitalter der Überforderung. Die Zeit kommt zum Schluss. Wahrheit ist zum Kampfbegriff geworden und Fakten sind nicht mehr der Goldstandard in den öffentlichen Debatten. Das Zeitalter der Fakten ist vorbei. Das Oxford English Dictionary bestimmt Post-Truth zum Wort des Jahres. Parallel zu den allseitigen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen dieser Tage machen die Veränderungsprozesse auch vor der Wirtschaft nicht Halt. Digitalisierung wird in diesen Tagen gehypt wie nie zuvor. Längst hat sie die Globalisierung als neuen Megatrend abgelöst. Mittlerweile fast im Stundentakt tauchen auch in unserer Branche neue Digitalisierungsthemen auf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit ergeht. Ich fühle mich jedenfalls oft an den Arkadenspiele-Klassiker Tetris aus den 80er Jahren erinnert und das letztlich doch vergebliche Bemühen, die wie im besagten Spiel immer schneller herabfallenden Puzzleteile noch vernünftig ordnen zu können. Mehr denn je besteht die Herausforderung darin, bei diesem hohen Tempo das Wichtige von Unwichtigen zu trennen und sich auf die entscheidenden unternehmerischen Weichenstellungen zu konzentrieren. Dabei sollten wir uns stets vor Augen führen, die Wirklichkeit ist weiterhin analog. Wir simulieren sie mit der Digitalisierung nur. Es geht bei der Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft nicht um die Frage, ob die laut Bundesgesundheitsministerium mehr als 100.000 Apps hierzulande das Patientenleben künftig einfacher, bequemer und sicherer machen. Wir alle wissen, dass dies vielleicht nur für ein paar Handvoll zutrifft. Es geht bei der Digitalisierung letztlich auch nicht um die Frage, ob und wann gegebenenfalls das Fernbehandlungsverbot hierzulande fällt und welche Effekte dies auf die Behandlung von Patienten in ländlichen Regionen mit sich bringen wird. Vielmehr geht es doch um die zentrale Frage, sind wir bereit für die absolute Offenbarung gegenüber der unterlegten künstlichen Intelligenz? Denn alle auf KI basierenden Assistenzsysteme, auch im Gesundheitswesen, können nur so gut sein wie die Daten, die jeder Einzelne von uns in einem solchen System zur Verfügung stellt. Lassen Sie mich das in einem Szenario verdeutlichen, das nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen dürfte. Peter teilt seinem Assistenten auf dem Smartphone mit, ich möchte heute Abend mit Laura ins Theater. Der Assistent übermittelt die Frage via Datennetz in die Cloud, dem Sitz der künstlichen Intelligenz. Sie kennt die kulturellen Vorlieben von Peter und macht nach einer schnellen Abfrage entsprechende Vorschläge für Aufführungen, bei denen noch Karten verfügbar sind. Peter sucht auch diesen ein Stück aus, die künstliche Intelligenz reserviert Plätze, übernimmt zugleich die Bezahlung, informiert umgehend Laura über Zeit und Ort der Veranstaltung, trägt alles in die Terminkalender der beiden ein und erinnert sie dabei daran, rechtzeitig loszufahren, natürlich nicht, ohne zuvor noch die Verkehrslage aktuell geprüft zu haben und den schnellsten Weg zum Theater zu finden. Auf dem Weg ins Theater wird die zum Theaterstück passende Werbung eingeblendet. Im Theater wird beiden exakt mit dem Beginn der Pause
genau das an Erfrischungen offeriert und per Knopfdruck zur Abholung gebracht, was ihren persönlichen Geschmack betrifft. Gleich nach dem Ende der Aufführung erhalten Sie auf das Display Ihres Smartphones Gutscheine, um noch auf einen Drink in eine nahegelegene Bar zu gehen. Die Komponenten dieses Szenarios sind längst vorhanden. Leistungsstarke Hardware, schnelle Datenleitungen, cloudbasierte, jederzeit skalierbare Dienste. Aber wie erwähnt, alle auf KI basierenden Systeme können nur so gut sein wie die Daten, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Sie muss Peters und Lauras Verhaltensweisen und Vorlieben konkret kennen. Sie muss wissen, was die beiden lesen, hören, sehen, einkaufen, essen und trinken. Den Preis, den es für die Exzellenz eines solchen Systems daher zu zahlen gilt, ist die absolute Offenbarung, Transparenz ohne Ende. Übertragen auf das hiesige Gesundheitswesen vermögen sich viele den Einzug der KI noch nicht so ganz vorzustellen. Das mag vielleicht in der traditionell starken Regulierung des Sektors liegen, an der hohen Sensitivität der geistes- und personenbezogenen und körperbezogenen Daten oder auch daran, dass die Datenschutzphobie zu Recht oder zu Unrecht hierzulande besonders stark ausgeprägt ist. In Großbritannien ist man da offensichtlich entspannter. Bekanntermaßen hat die KI-Division von Google namens DeepMind im Mai die Datensätze von 1,6 Millionen Patienten des NHS aus einer Gruppe verschiedener Kliniken erworben, darunter die Patientenhistorie, Labordaten, klinische Daten und selbst hochsensible Daten wie den HIV-Status. 2017 sollen diese Daten bei DeepMind angeblich wieder gelöscht werden. Wem werden die Daten ultimativ gehören? Wer darf sie nutzen? Wem gehören die Erkenntnisse aus aggregierten Datensätzen? Das sind viele Fragen offen und wir stehen vor dem ein oder anderen moralischen Elchtest. Bemerkenswert dabei, die IBM-Vorstandsvorsitzende Ginni Rometty versprach vor wenigen Wochen öffentlich: Wir wollen Ihre Daten nicht. Wir wollen Ihre Daten durch kognitive Auswertung besser machen, aber die Daten und die Auswertungen daraus gehören ausschließlich Ihnen. Wenn wir also die immensen Effizienzsprünge, die uns kognitive Systeme ermöglichen, nur dann realisieren können, wenn es uns gelingt, möglichst alle Daten ins System zu bringen, wie kann es uns dann gelingen, Patienten zur Bereitstellung ihrer kritischen Daten zu motivieren? Wird Ihre Beteiligung am Geschäft mit den Daten Ihre persönliche Bereitschaft zum Teilen dieser Daten erhöhen? Und falls ja, wie könnte ein solch partizipatives System aussehen? Und falls wir diese Patientendaten erhalten, wie können wir sie effektiv schützen? Im Cyber-Schwarzmarkt, meine Damen und Herren, werden für Patientendaten diversen Quellen zufolge inzwischen 20 Mal mehr Geld bezahlt als für Kreditkarteninformationen, wofür auch immer. Wer von uns hätte vor 10 Jahren gedacht, die Gesundheitsbranche überholt die Finanzbranche an Attraktivität, jedenfalls aus Sicht der Kriminellen. Und wie verhält es sich zwischen Soft und Hardware? Wird die Software künftig der Hardware dienen oder umgekehrt? Sprich, werden Anbieter wie Helios, Asklepios, Rhön Klinikum ultimativ zur verlängerten Werkbank von Apple, Google, IBM und Co.? Oder kann es gelingen, sich gegen diese mit einem smarten, starken Geschäftsmodell zu behaupten? Oder sehen wir vielleicht in wenigen Jahren neue hybride Konzernlösungen am Markt? Anbieter wie die großen Klinikkonzerne, so Professor Schmidhuber, Chef des Schweizer Instituts für Künstliche Intelligenz, werden merken, dass sie auf einem wertvollen Schatz an Patientendaten sitzen, mit denen man künstliche neuronale Netzwerke trainieren kann. Daran reihen sich noch weitere Fragen. Wo bleibt der Staat, die Regierung? Reicht es vor diesem Hintergrund aus, wenn sich die Gesundheitspolitik in Deutschland auf eine Vielzahl von sogenannten Stärkungsgesetzen zu fokussieren scheint? Offensichtlich ist die Rolle und der regulatorische Anspruch des Staates derzeit so schwach, dass die Marktteilnehmer nicht mal über freiwillige Selbstverpflichtungen nachdenken müssen. Dabei geht es nicht nur um einen längst überfälligen, erstklassigen Wurf der Regierung, wie die Digitalisierung der verschiedenen Branchen aktiv gestaltet und mit Augenmaß regulatorisch begleitet werden sollte. Ganz aus dem Blick scheint dabei zu fallen, dass viele Regierungen die Wohlfahrtssysteme an die zu erwartenden fundamentalen Umbrüche nicht angemessen und rechtzeitig anpassen. Denn machen wir uns nichts vor, die digitale Revolution mag zwar neue Jobs und Berufsbilder generieren, aber auch viele heutige Jobs vernichten, und zwar dauerhaft. Die 2014 vorgestellte digitale Agenda der Bundesregierung bleibt meines Erachtens hinter den Erwartungen zurück. Mit der Einberufung von diversen Beiräten, schicken Start-up-Nights sowie dem Besuch von drögen OECD-Konferenzen, das waren laut Wirtschaftsministerium die Schwerpunkte der vergangenen Monate, wird es jedenfalls nicht getan sein.
Welche Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf uns als Individuen mit Intellekt, Emotionen und Instinkten hat es, wenn wir immer mehr Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst, Programmen und Algorithmen überlassen, die nur sehr wenige tatsächlich kennen und deren demografische und gesellschaftliche Auswirkungen derzeit nicht hinreichend demokratisch legitimiert sind? Wenn ich Software benutze, stelle ich mich auf die Weltsicht ihrer Urheber ein, warnt der Digitalisierungskritiker Nicholas Carr vielleicht nicht zu Unrecht. Wer sich auf Google Maps verlässt, sieht die Welt durch die Augen von Google. Wer Facebook nutzt, presst seine sozialen Kontakte durch den Filter einer Firma und ihrer unbekannten Algorithmen. Wie lange wird die Euphorie um die Digitalisierung anhalten? Erinnern wir uns kurz an die Globalisierungsdiskussion. Während zu Beginn vorrangig die vielen Chancen der Globalisierung in den Diskussionen überwogen und ebenfalls gehypt wurden, gewannen über die Jahre kritische Stimmen stetig an Bedeutung. Es formierten sich viele soziale und politische Gegenbewegungen. Neue Handelsformen wie Fair Trade entstanden und Nachhaltigkeit als Wirtschaftsprinzip wurde zur politischen Nachgeburt der Globalisierung. Wie lange wird das erhoffte Internet of Me, also das immer konkreter auf die Wünsche und den Lebensstil eines Individuums zugeschnittene Netz, tatsächlich Bestand und Akzeptanz haben? Wann wird sich eine spürbare Gegenbewegung zur Digitalisierung formieren? Vielen Menschen erscheinen bereits heute der Fortschritt in Wahrheit als stetiger Rückschritt, und zwar unter ethischen wie humanistischen Aspekten. Wird der Zukunftsforscher Hawkes mit seiner Annahme gar recht behalten, dass die Smartphone-Nutzung in wenigen Jahren so sanktioniert sein wird wie heute das Rauchen? Er sagt auch, man wird als ungebildet und charakterschwach gelten, wenn man auf sein Smartphone starrt. Und an vielen Orten wird die Nutzung verboten sein. Sollte Hawkes Prognose eintreffen, könnte eines der neuen Krankheitsbilder wieder vielleicht verschwinden, die Nomophobie, also die Angst vor Nichterreichbarkeit und einem leeren Handyakku. Auf all diese Fragen kann und wird es keine einfachen Antworten geben. Aber das kann andererseits auch kein Alibi dafür sein, sich gleich gar nicht erst mit ihnen zu beschäftigen. Wir wissen, das elektrische Licht wurde auch nicht durch die fortlaufende Verbesserung der Kerzen erfunden. Wir brauchen dabei besondere Kreativität und eine große Portion Mut und Kraft, mit Rückschlägen umzugehen. Denn die gegenwärtige Popularität der künstlichen Intelligenz mag bei manchen auch damit zusammenhängen, dass sie leider dem Trugschluss aufsetzen, sie erspare ihnen eigene Denkarbeit und persönliche Verantwortung für Entscheidungen. Nein, wir sollten die Dinge nicht so nehmen, wie sie kommen. Wir sollten jetzt entschlossen dafür sorgen, dass die Dinge eben genau so kommen, wie wir sie nehmen möchten. Was in Zukunft der deutschen Gesundheitsbranche geschieht, liegt nicht zuletzt bei den meisten von Ihnen im Saal. Dabei wird es auch auf die Frage ankommen, wie sich die führenden Branchenanbieter aufstellen und nach welchen Prinzipien sie ihre Arbeit künftig erledigen wollen. Dies vorab als kleine Referenz auf den Gastredner des heutigen Abends, Herrn Professor Vollmer, den wir gleich nach dem ersten Gang hören werden. Erlauben Sie mir bitte, an dieser Stelle noch kurz über die Arbeit der Stiftung in den vergangenen Monaten zu berichten. Zur Erinnerung, den nicht rationierten Zugang zu bestmöglichen medizinischen Versorgung für weiterhin alle in diesem Land zu ermöglichen, das ist unverändert das Credo des Stifters und damit auch die wesentliche Zielsetzung der Stiftung. Auch in diesem Jahr hat sie 5 Luncheon Roundtables in einem bewusst kleinen Kreis von hochrangigen Experten für einen debattenähnlichen Austausch zu aktuellen kontroversen Themen der Branche durchgeführt, aus der auch die Teilnehmer häufig neue Impulse und Gedanken mit nach Hause genommen haben. Die Stiftung hat auf diesem Weg viele neue und wertvolle Kontakte knüpfen können. Dankeschön. Mit dem ersten Kongress im Februar 2016 hat sie das Thema Digitalisierung in der Medizin mit spannenden, unterhaltsamen Referenten auf eine neue Erkenntnisebene heben können. Das verpflichtet uns, für den zweiten Kongress im Februar 2017 nicht nachzulassen. Ich kann Ihnen versichern, dass auch diese Veranstaltung sehr spannend sein wird und sich lohnen wird. Sie heißt von Professor Brinkmann und Schwester Hildegard zu Dr. Watson und Paro. Schöne neue Welt für Arzt, Pfleger und Patienten. Ein Blick in die Glaskugel und über den Tellerrand für die Versorgung von morgen. Wir haben uns außerdem mit der Frage beschäftigt, wie es mit der elektronischen Patientenakte weitergehen kann und wieso einige Nationen auf diesem Gebiet Deutschland bereits überholt haben. Hierzu haben wir eine wissenschaftliche Studienauftrag gegeben, von Professor Amelung betreut und federführend geleitet, die die Stiftung in Kürze auch in Buchform veröffentlichen wird.
Intensive Diskussionen anlässlich des Luncheon Roundtables zum gemeinsamen Bundesausschuss haben uns veranlasst, inhaltlich hier tiefer zu bohren. Wir haben uns danach doch ermuntert gefühlt, den GBA und seine herausragende Stellung im deutschen Gesundheitswesen näher zu beleuchten und auch hierzu eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Mit den aufschlussreichen Ergebnissen dieser Studie haben wir dem GBA zunächst dabei geholfen, seine augenscheinlichen Defizite für sich selbst und für die Öffentlichkeit besser erkennbar zu machen. Infolgedessen haben wir entschieden, eine hochkarätige Reformkommission einzusetzen, die Vorschläge für Veränderungen im Sinne der Patienten erarbeiten soll. Zu all dem haben wir den GBA gleich zu Beginn und danach mehrmals zur konstruktiven Mitarbeit an diesem Reformprojekt eingeladen. Zunächst leider ohne Resonanz. Inzwischen gibt es allerdings einen Gesprächsfaden. Ich werde kommende Woche mit Herrn Professor Hecken sprechen, wie wir den GBA in diesen Prozess einbinden können. Auch mit dem Eugen-Münch-Preis, den wir heute Abend verleihen, fördern wir gezielt neue Denkansätze und Ideen. Ich darf bei dieser Gelegenheit unserer hochkarätig besetzten Jury, Herrn Professor Amelung vom Bundesverband Managed Care, Herrn Dr. Raffi, Mitglied des Vorstands der Barmer GEK, Herrn Professor Jockwig, geschäftsführender Direktor der Karl Remigius Medical School, Herrn Dr. Schmidt-Kehler, Unternehmensberater für Patientenkommunikation und Mitglied des Expertenrates zum Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz, Herrn Dr. Pönsken von Turgot Ventures sowie Frau Maike Telketer vom Handelsblatt ganz herzlich danken für die intensive Prüfung der zahlreichen Bewerbungen und die Arbeit der Jury. Mehr dazu erfahren Sie dann im Laufe des Abends von den Laudatoren. Ein weiterer, nicht minder wichtiger Dank gilt selbstverständlich auch den Geschäftsführern und den Mitarbeitern der Stiftung, die die heutige Preisverleihung inhaltlich und organisatorisch vorbereitet haben. Allen voran möchte ich Annette Kennel danken, die das Stiftungsbüro leitet und zugleich die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Herzlichen Dank dafür. Die Stiftung Münch wird durch ihre verschiedenen Veranstaltungsformate, ihre Studien und Veröffentlichungen, Förderungen und in diesen Preis weiterhin wichtige Impulse im Gesundheitswesen setzen. Wir freuen uns sehr über Sie als unsere heutigen Gäste, aber in Wahrheit möchten wir Sie als Komplizen für unsere Arbeit gewinnen. Vielen Dank und einen guten Appetit.